Hallo liebe Leute, heute machen wir ein Video über die Sprachen, über das Glück und das Unglück. Ja, und abonnieren nicht vergessen. Und wie gesagt, dann hallo auf verschiedene Sprachen. So, und jetzt fangen wir an. Danke. Wie heißt du? Ich heiße Sirin. Auf welche Sprache von dir sagt man Hallo? Also ich kann Französisch, da sagt man Salut. Dann kann ich Arabisch, da sagt man Aslema. Und auf Deutsch Hallo und auf Englisch Hello. Aus welchem Land kommst du? Ich komme aus Tunesien und teilweise auch aus Frankreich. Danke. Was ist das der Moment? Oh, ich weiß nicht. Ich habe nicht wirklich so einen tollen Moment. Für mich ist alles toll. Was war dein schlechtester Moment? Ich weiß auch nicht. Ich weiß echt nicht. Wie heißt du? Hallo, ich bin Patricia. Patricia, aus welchem Land kommst du? Ich bin Kroatin, meine Eltern sind aus Kroatien und bei mir sagt man auf Kroatisch Hallo, Bog oder Ciao, sozusagen. Ja. Ja. Was war dein allergrößtes Glück in dem? Wie mal im Leben? Im Moment. Moment, also als wir gegen Frankreich gespielt haben, aber leider nur zweiter Platz wurden. Aber trotzdem, ich bin stolz drauf. Toll. Was war dein schlechtester Moment? Als wir verloren haben. Es war traurig, weil wir haben 20 Jahre gebraucht, um wieder ins Finale zu kommen. Aber zweiter Platz ist auch gut und ich hoffe, in den nächsten Jahr und so weiter werden wir gewinnen. Gegen Frankreich natürlich. Das wird schwer sein. Ja. Welches Sport habt ihr gemacht? Fußball. Danke. Jetzt machen wir ein Interview über, wie man in anderen Sprachen Sachen sagt, wie zum Beispiel Grüß Gott und so begrüßen. Und ja, beginnen wir. Wie heißen Sie denn? Vania. Und aus welchem Land kommen Sie? Ich komme aus Italien. Aus Italien. Und wie begrüßt man auf Italien andere Leute und so? Naja, man kann sagen Ciao, man kann Buongiorno sagen. Also ich würde sagen, die sind die üblichsten. Oder Buonasera, Buonasera ist guten Abend und so. Und hatten Sie einmal einen Moment in Ihrem Leben, wo etwas sehr Cooles passiert ist? Also das ist vielleicht ein bisschen naiv, aber ich liebe Pizza und jedes Mal, wenn ich eine Pizza sehe, dann bin ich glücklich einfach. Das ist ein glücklicher Moment. Und wann hatten Sie das Gefühl, das ist das Schlechteste, was einmal bei mir passiert ist oder was ich erlebt habe? Ich habe ein bisschen Angst vor Dunkelheit und ich bin nicht so gern im Dunkel. Also als Kind habe ich immer schlecht geträumt zum Beispiel, also in der Nacht. Ja, danke für das Interview. Wollen Sie noch jemanden grüßen? Die Laura, die da hinten steckt. Das war's, danke. Ja, danke für das Interview und tschüss. Tschüss. Hallo liebe Leute, und ich mache hier gerade ein Interview über was gut war oder nicht. Hallo, wie heißt du? Mein Name ist Hussein Sabi und ich komme aus Wien. Ich bin geboren in Wien und meine Wurzeln sind arabisch. Ja. Ja. Wie sagt man auf Arabisch Hallo? Weiß ich nicht, weil ich bin ja hier geboren. Ja. Okay, und was war das Beste in deinem Leben? Mein Job war das Beste in meinem Leben, ja. Und was war das Schlimmste in deinem Leben? Das Schlimmste in meinem Leben, habe ich eigentlich nicht so viele Momente, ja. Okay, danke. Noch jemanden grüßen? Ich grüße meine Familie und, ja, sonst niemanden. Hallo Familie. Hallo. Tschüss. Hallo, wie heißen Sie? Hallo, ich heiße Linja. Schön zu wissen. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut, die Sonne scheint. Auch schön zu wissen.
Ich werde Ihnen ein paar Fragen stellen, Linja, ja. Was war das Interessante, was Sie jemals im Leben getan haben? Ich weiß nicht. Ich habe meine Schwester in Kanada besucht. Das war sehr interessant. Oh, aus welchem Land kommen Sie denn? Ich komme aus Deutschland. Deutschland, okay. Cool. Schlechtester Moment, den Sie jemals hatten? Den ich jemals hatte? Weiß ich nicht. Auch egal. Also, ach nee, also ist schon gut. Passt schon. Wie redet ihr so in Deutschland? So, Dialekt oder einfach ganz normal wie in Wien? Bei uns redet man ein bisschen hochdeutscher als in Wien, aber wir haben auch so ein bisschen so einen Akzent. Können Sie Hallo auf der Sprache, die in Deutschland redet, sagen? Also zum Beispiel oben im Norden sagt man Moin Moin. Ah, okay, cool. Danke für das Interview. Schön, Sie kennenzulernen. Gerne. Hallo, jetzt mache ich ein Interview mit den Jungen und ja, ich beginne. Wie heißt? Abdi. Okay, Abi. Aus welchem Land kommst du? Ägypten. Wie sagt man auf Ägypten Hallo? Ahlan wa sahlan. Okay. Was war dein bester Moment? Als ich das erste Mal in Ägypten war. Was war dein schlechter Moment? Letzte Sommerferien, weil ich nicht in Ägypten war. Will ich jemanden grüßen? Mein Cousin. Danke. Tschüss. Hallo, liebe Leute, und ich mache jetzt ein Interview. Wie heißt du? Karam. Karam, aus welchem Land kommst du? Ägypten. Okay. Auf welcher Sprache sagt man in Ägypten Hallo? Araber, marhaba. Hallo, ich mache hier ein Interview über was gut war oder schlecht und wie man auf anderen Sprachen. Wie heißt? Ich bin die Theodora. Theodora, wie sagt man auf deine Sprache Hallo? Zdravo. Also meine Sprache ist Serbisch. Okay. Und was war dein schönster Moment? Mein schönster Moment, wo ich begonnen habe, Kickbox zu trainieren und Taekwondo. Okay. Und was war dein schlimmster Moment? Wo ich die Klasse wiederholt habe. Und willst du noch jemanden grüßen? Eigentlich nicht, aber ich wünsche euch sehr viel Glück und freut mich, dass ich euch kennengelernt habe. Ihr seid alle toll. Danke. Und wir sind fertig. Hallo Leute, wir kommen wieder zurück. Und ja, wir haben wieder jemanden gefunden und wir werden Ihnen jetzt ein paar Sachen fragen über ja, Land und so, über Begrüßen. Beginnen wir. Wie heißen Sie? Ich heiße Georgi. Georgin. Aus welchem Land kommen Sie? Ich komme ursprünglich aus Russland. Wie sagt man in Russland Hallo und so? Begrüßt man jemanden in Ihrer Sprache? Also wenn man so Freunde begrüßt, sagt man Privet. Sie einmal einen Moment, wo Sie sich so richtig gefreut haben? Ja, ich habe einige solcher Momente. Aber der schönste Moment war natürlich die Geburt meiner Kinder und dieses Moment durfte ich dreimal freuen, so groß. Und was war Ihr schlechtester Moment, was Ihnen gefallen hat? Ja, das Schlimmste ist das Gegenteil, das war der Tod meiner Mutter. Da war ich 25 und sie hat leider erkrankt und verstorben. Ja. Wollen Sie noch jemanden grüßen? Ja, ich möchte meine liebe Frau grüßen und meine liebe Kinder. Julia, я тебя люблю.
Sonka, Walka, Nico, Marie, ich liebe euch alle. Und ja, da möchte ich noch meinen Onkel in Moskau grüßen, mein Papa in Moskau grüßen. Privet Papa, privet Edi. Hallo. Ich mache jetzt ein Interview über was gut war oder nicht und wie man auf die Sprache, irgendeine Sprache, Hallo sagt. Hallo, wie heißt? Tam. Okay. Tam. Was war dein, wie sagt man auf deine Sprache Hallo? Hallo. Hi. Hey. Na, wie geht's? Okay. Von wo kommst du? Oberösterreich. Okay. Was war dein bester Moment? Als ich herausgefunden habe, was ich mit meinem Leben machen will. Und was war dein schlimmster Moment? Oh. Jemanden verloren habe, der mir sehr wichtig war. Jemand gestorben ist, ja. Okay, und was willst du jemanden noch grüßen? Ja, meine Familie, meine Arbeitskollegen, alle Leute, die mal meine Musik hören wollen. Und ich. Fertig. Danke. Tschüss. Hallo, ich mache ein Interview über was gut war oder nicht gut und was auf ihrer Sprache Hallo heißt. Hallo, wie heißt du? Hi, ich heiße Kathi. Hallo. Kathi, welche Sprache sprichst du? Ich spreche Deutsch, Englisch und ein bisschen Französisch. Okay. Und was, wie sagt man auf Französisch Hallo? Salut. Comment tu vas? Ça va bien, ça va. Und was war dein bester Tag in deinem Leben? Mein bester Tag in meinem Leben? Ich glaube, der Tag, an dem ich nach Wien gezogen bin. Okay. Weil ich die Stadt so gerne mag, genau. Okay. Und was war dein schlimmster Tag? Wow, mein schlimmster Tag. Und das kann ich mich, ich glaube, an dem Tag, an dem sich... Das weiß ich nicht mehr so genau. Mein schlimmster Tag kann ich mich nicht mehr so erinnern, glaube ich. Okay. Willst du noch jemanden grüßen? Ja, ich grüße alle meine Freunde und wünsche dir einen recht schönen Tag heute. Danke. Tschüss. Und los geht's. Wie heißen Sie? Ich bin der Daoud, aber meine Spitzname kannst du mich Paprika nennen, weil ich komme aus Afrika. Du? Ich komme aus Kenia. In Kenia ist so ein super Land und wie sagst du immer, Hakuna Matata. Keine Sorge, das heißt keine Angst auch und alles ist immer gut. Wie sagt man auf ihrer Sprache, wie begrüßt man Leute in ihrer Sprache? Jambo, wir grüßen uns Jambo, Habari. Oder Mambo Vipi, das ist immer der Beste, Mambo Vipi. Und hatten Sie einmal einen Moment in Ihrem Leben, wie Sie sich so ganz gefreut haben? Ja, ganz sicher. In meinem Leben, ich habe mich sehr gefreut gehabt, weil 2007, ich war Künstler des Jahres in Europa, als ein Künstler von Akrobaten. Genau, und freust mich voll. Und hatten Sie einmal einen Moment, wo Sie sich nicht gefreut haben was über irgendetwas? Ja, gibt's auch, sag mal, schlimme Sachen passieren, ja. Ich bin auch ein weißes Kind. Ich habe meine Eltern verloren und das war meine schlimmste Zeit. Und ja, danke für das Interview und tschüss. Tschüss, Kwaheri. Danke. Und wollen Sie noch jemanden grüßen? Ja, ich grüße alle Mischauer und ich grüße alle die Follower von Lawrence. Lawrence ist ein super Tormann, ich kenne ihn, mein Sohn kennt ihn und ich bin sehr stolz auf ihn. Und ich wünsche dir toi toi toi, alles Gute in deiner Zukunft leben. Kwaheri. Tschüss. Kwaheri.
Kwaheri. Kwaheri ist Tschüss in Swahili. Tschüss. Hat mich sehr gefreut. Danke. Ihnen auch. Und wie heißt du? Ich bin die Niki. Niki, woher kommst du? Ich komme eigentlich aus dem Waldviertel, so ein bisschen weiter weg von Wien. Okay. Und wie sagt man auf diese Sprache Hallo? Im Waldviertel sagen wir Servus oder Habet Ehre. Okay. Was war dein bester Tag? Mein bester Tag in meinem ganzen Leben? Ich glaube, das war der Tag, wie mein kleiner Sohn geboren worden ist. Und was war dein schlimmster Tag? Mein schlimmster Tag. Puh, das ist eine schwierige Frage. Wie mein Opa gestorben ist, glaube ich, ja. Das war ein sehr trauriger Tag, war das für mich damals. Okay. Willst du noch jemanden grüßen? Ja, dann grüße ich meinen zukünftigen Ehemann. Verlobt sind wir ja schon, den Bernd. Und meinen kleinen Sohn, den Sebastian. Okay, danke. Tschüss. Hallo, wie heißt du? Ich heiße Said Adel Shah Hashemi. Woher kommst du? Ich komme aus Afghanistan. Wie sagt man auf deiner Sprache Hallo? Also ich bin Muslim, so wir sagen Salam Alaikum. Danke. Was war dein bester Moment? Wie meinst du bester Moment? Dein bester Moment. Mein bester Moment. Ich habe dich hier getroffen und das ist mein bester Moment. Was war dein schlechter Moment? Wenn ich sehe eine Kinder, das will mit anderen Leuten sprechen oder ein bisschen Spaß haben. Und dann ein schlechter Moment. Ja, das ist mein schlechter Moment, wenn andere Leute andere steuern. Willst du jemanden grüßen? Die grüßen? Salam alaikum. Danke. Tschüss. Hallo liebe Leute, und jetzt mache ich ein Interview über die Sprachen. Wie heißt du? Mahmoud. Okay, Mahmoud. Aus welchem Land kommst du? Aus Palästina. Okay. Wie sagt man auf deiner Sprache Hallo? Marhaba. Okay. Was war dein bester Moment? Was war dein bester Moment? Bester Moment? Keine Ahnung. Was ist ein schlechter Moment? Wenn ich habe so viel Zeit. Willst du jemanden grüßen? Willst du jemanden grüßen? Nein. Tschüss. Tschüss. Hallo. Hallo. Wie heißt du? Mahmoud. Okay, Mahmoud. Auf welchen Land kommst du? Syrien. Okay. Wie sagt man auf dein Land Hallo? Marhaba. Tschüss. Tschüss. Hallo, liebe Leute. Und ich mache jetzt ein Interview. Wie heißt du? Julian. Aus welchem Land kommst du? Deutschland. Wie sagt man auf deiner Sprache? Hallo, oder ich komme aus Bayern, da sagt man auch Servus. Das kann man zum Grüßen und zum Verabschieden sagen. Wisst ihr, was war dein guter Moment? Ein guter Moment von mir war, als ich die Schule fertig gemacht habe. Da habe ich mich sehr gefreut, weil ich dann nichts mehr zu tun hatte. Was war dein schlechter Moment? Ich hatte nicht so viele schlechte Momente, aber ich habe einmal ein Studium von mir abgebrochen. Das war nicht so gut. Wisst ihr jemanden grüßen? Ja, ich grüße alle Leute da draußen, die zuhören. Und, hallo. Ja, genau. Ciao. Tschüss. Hallo, jetzt mache ich ein Interview über was gut war
Und was auf ihre Sprache Hallo sagt, heißt. Hallo, wie heißt du? Claudia. Claudia, was, wie sagt man auf deine Sprache Hallo? Hallo. Auf Deutsch sozusagen, hallo. Aber ich kann es auch noch sagen auf Französisch, ist Bonjour oder Hallo. Oder auf Spanisch, da ist es Hola. Oder auf Englisch Hello. Aber das war's dann schon wieder, mehr kann ich nicht. Was war dein schönster Tag? Also mein schönster Tag, das war heuer mein Geburtstag. Also mein Geburtstagsabend und mein Geburtstagsmorgen. Das war der allerschönste Tag bei mir heuer im Jahr. Okay. Was war dein schlimmster Tag? Oh, der schlimmste Tag, Das ist jetzt ganz schwer, weil ich glaube, das verdränge ich immer ganz schnell, weißt du? Und ich versuche immer nur an die guten Tage zu denken, deswegen kann ich dir das jetzt gar nicht sagen. Aber ich glaube, wie ich 12 war und unser Dackel gestorben ist, das war schon sehr, 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 sehr schlimm für mich. Aber das ist zum Glück ganz lang her. Ja, okay. Danke. Willst du noch jemanden grüßen? Also ich möchte alle meine ganz lieben Freundinnen und Freunde grüßen. Ich möchte meinen Freund grüßen und meine Familie. Ja, danke. Danke, tschüss. Hallo, jetzt mache ich ein Interview, was gut war oder schlecht. Und was auf ihre Sprache Hallo heißt. Hallo, wie heißt du? Hi, ich bin die Lilly. Und wo lebst du? Ich wohne in Wien. Okay. Und was hast du auf deine Sprache Hallo? Zdravo. Auf Serbisch. Auf Serbisch, Bosnisch und Kroatisch sagt man Zdravo. Okay. Und was war dein schönster Tag? Mein schönster Tag? Das war mein 18. Geburtstag. Da war die ganze Familie da. Und was war dein schlechter Tag? Es gibt immer wieder traurige Tage, aber man sollte daran nicht zurückdenken. Okay, willst du noch jemanden grüßen? Ja, natürlich. Ich möchte die ganze Welt grüßen, draußen wie immer. Ich möchte dich grüßen, all deine Freunde, dein Fußballteam. Und ja. Danke. Und tschüss. Ciao. Los, beginnen wir. Wie heißt du? Mein Name ist Ahmed. Ahmed. Aus welchem Land kommst du? Aus Somalia. Wie bitte? Somalia. Somalia. Ja. Ja. Hatten Sie Momente, wie begrüßt man auf Ihre Sprache? Also kann man auch sagen, Salam alaikum. Also das bedeutet, ja, wie geht es dir oder so. Und hattest du einmal einen Moment, wo du so richtig froh warst, ja, ich habe das gesehen, ich habe das geschafft, ich habe ihn getroffen? Ja, ich war das erste Mal in eine gute Arbeit und dann schauen wir mal später, was kommt. Aber mein Traum ist Singer. Und ja. Hatten Sie einmal einen Moment, wo Sie sich nicht gefreut haben, so, Mann? Ja, ich und meine Freundin zusammen in ein Disco gegangen. Ich war eine schöne Mädchen gesehen. Ja, und ich habe nichts gehabt. Und ja, wollen Sie noch jemanden grüßen? Ja, also ich grüße bei meinen Lern und ich sage ja, alle liebe Grüße meine Lern. Und ja, wie heißen Sie? Ich heiße Mumin. Mumin. Ja. Aus welchem Land kommen Sie? Ich komme aus Somalia. Auch? Ja, wir haben gleiche Länder. Und wie begrüßt man in Ihrem Land? Manchmal wir sagen Waria. Ja. Hatten Sie einmal einen Moment, wo Sie sich gefreut haben? Ja, das ist heute. Ja, weil ich habe meine erste Tor seit 4 Jahren, ich habe geschossen heute. Ja. Seit 4 Jahren. Spielst du Fußball? Ja, ja. Welchen Verein? Mein Verein heißt Kurd Wien. Wo ist das? Das ist ein Verein. Ja,
Ja, einfach für Spielen. Meine Fußballplatz ist in Favoritencenter bis ich. Also Kennelgasse 3. Ja, und hatten Sie einmal einen Moment, wo Sie sich nicht gefreut haben? Bitte? Hatten Sie einmal einen Moment, wo Sie sich nicht gut gefühlt haben oder etwas Blödes passiert ist? Nein. Sommer. Noch nicht, nein. Ich hoffe nicht. Ja. Ja, wollen Sie noch jemanden grüßen? Bitte? Wollen Sie noch jemanden grüßen? Ja, meine liebe Mutter. Ja, meine Mutter. Und ja, danke für das Interview und tschüss. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Und tschüss. Wenn du glaubst, das kannst du nicht sein. Ich dachte, man guckt mich gerade. So. Ja.